Moin, willkommen in Hamburg am S-Bahnhof Eidelstedt. Hier ist zurzeit, also im Jahr 2025, der südliche Endpunkt der AKN-Linie A1. AKN ist die Abkürzung für Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster. Die A1 wird bisher mit Dieseltriebwagen bedient. Voraussichtlich ab 2028 soll die Strecke mit zwei Systemzügen der Hamburger S-Bahn befahren werden und Teil der Linie S5 sein. Die Strecke zweigt hier aus der S-Bahn von Hamburg nach Pinneberg ab. Neben der S-Bahn liegen auch mehrere Gleise der Fernbahn. Unter der Bahn führt die Reichsbahnstraße hindurch. Die Züge der AKN wenden auf diesem Kehrgleis zwischen den beiden Streckengleisen der S-Bahn. Das Gleis, das zur AKN-Strecke nach Schnelsen und Kaltenkirchen führt, zweigt zwischen den beiden S-Bahn-Gleisen ab, dort im Hintergrund. Damit der Betrieb in Zukunft erleichtert wird, wird neben der Lampe-Straße ein zweites Gleis gebaut. Dies ist der Fußwegtunnel zur Straße Weitplan. Etwas weiter, bei Streckenkilometer 5,4, steht jetzt der erste Oberleitungsmast. Die Masten und die Oberleitung wurden größtenteils im Jahr 2024 aufgebaut. Bis hierher wird die Strecke von Eidelstedt aus mit der S-Bahn-Stromschiene elektrifiziert. Hier sind wir kurz vor Kilometer 5,5. Nach den Angaben im Planfeststellungsbeschluss für die Elektrifizierung soll die Systemwechselstelle etwa zwischen Kilometer 5,6 und 5,7 liegen. Das wäre auf dieser Seite der Brücke über die Elbgaustraße. Dort würden die Züge aus der S-Bahn-Stromschiene ausfahren und ab dann mit 15 kV Wechselstrom aus der Oberleitung fahren. Ähnlich wie es auf der Strecke nach Stade zwischen Neugraben und Fischbek geschieht. Der Fußgängertunnel am Niekampsweg. Hier führt die Strecke auf einer Rampe abwärts zum Halt Eidelstedt Zentrum. Er liegt in Tieflage. Dort wurden Deckenstromschienen, also eine feste Wechselstromoberleitung, verlegt. Rechts von den Gleisen ist das Empfangsgebäude des ehemaligen Bahnhofs Eidelstedt Ost zu sehen. Es wird heute als Gaststätte genutzt. Die Strecke führt weiter nach Norden zum Haltepunkt Hörgensweg. Am Hörgensweg wurden die Bahnsteige auf 96 cm erhöht. Damit wird es hier zukünftig möglich sein, stufenlos in die S-Bahn einzusteigen. Außerdem wurden die Bahnsteige verlängert, damit hier S-Bahn-Vollzüge mit 6 Wagen halten können. Das ist hier an den anderen Bahnsteigkantenbauteilen zu sehen. Nach Norden führt die Strecke unter der Autobahn A23 hindurch.
Nördlich der Autobahn, an der Straße Eidelstädter Brook, wurde der neue Haltepunkt Schnelsen Süd gebaut. Als nächstes folgt der Bahnübergang an der Halstenbeker Straße. Auch von dort kann man den Haltepunkt Schnelsen Süd sehen. Bei Kilometer 8,4 liegt der Bahnübergang Hogenfelder Straße. Von dort ist schon der Bahnhof Schnelsen zu sehen. Vom Bahnübergang der Peter-Timm-Straße bei Kilometer 9,6 kann man in Richtung Süden nach Schnelsen zurückblicken. Nach Norden hat man diesen Blick auf die Strecke. Bei Kilometer 10 kreuzt die Bahnstrecke den Ellerbeker Weg. Die weißen Wohnhäuser stehen schon kurz vor dem Haltepunkt Burgwedel. Hier sehen wir sie rechts im Bild. Kurz vor Burgwedel endet zurzeit die Oberleitung. Hier noch ein paar Ansichten von den Bahnsteigen in Burgwedel. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.